hat den der Mann. Ja, also morgen werde ich erstmal nicht mitlaufen, aber am Sonntag werde ich dann wieder an den Start gehen und dann halt ja schauen, dass ich ja einfach eine gute Zeit laufe. Müde. Ausgeschlafen. Es ist 10, ich habe nicht so gut geschlafen. Und gut gefrühstückt. Ja, rechtzeitig startet der Bund wieder für zu Hause. Also 4,5 Stunden hat hier wieder zurück. Mein Hauptziel ist jetzt erstmal 36 Kilometer schaffen. Klar, je mehr Leute hinter einem stehen, umso schöner, aber im Grunde laufe ich ja für mich und nicht gegen mich. Zeitziel habe ich keins. Ja, es wird nass. Es wird nass und matschig, aber das ist okay. Also spätestens seit St. Wendel sind wir aus. Heute haben wir den Ruhrklimmzug-Trail mit 36 Kilometern, eine absolute herausfordernde Strecke. Das Wetter hat dazu beigetragen, dass wir hier einen schlammigen Kurs haben, also damit schwere Beine für die Läufer. Heute? Ja, ich bin so unter 3,30. Ich bin scheiß Wetterläufer. Ist hier so ein Typ mit so einem roten T-Shirt durchgekommen? Euch gesucht? Zwölf Kilometer vor Schluss konnte ich meine Beine kaum noch bewegen. Ich bin immer langsamer geworden. Tolle Trailstrecke, dieses Jahr viel trailiger wie letztes Jahr. Und ja, super. Crosstraining ist sowieso immer eine gute Sache und das jetzt hier mal über 3 Tage ist, ist dann schon auch eine Herausforderung und Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Das ist eine echte Hammerstrecke, also es ist... Es war hart. Ja, zeitweise war schon Spaß. Die letzten 5 Kilometer haben wehgetan, wirklich. Ja. Echt wehgetan. Zu Iris und Carsten kann ich nur sagen, wir haben das alles richtig gemacht, haben meine Erwartungen oder meine Wünsche auf jeden Fall erfüllt, sind gut durchgekommen, haben Spaß dabei gehabt, haben ihr Rennen gut eingeteilt. Schön gleichmäßig gelaufen. Damit bin ich also hoch zufrieden. Das Training hat letztendlich sein Ziel erreicht, dass sie es geschafft haben, diese Distanz zu bewältigen. Die Strecke war wirklich nicht einfach. Auch im Verhältnis zum letzten Jahr haben wir nochmal im Bereich der Trails ordentlich nachgebessert. Duschen, Massage, Nudeln und du ins Bett. Just yet, I have an aching.
Aufwärmen ist wichtig. Thanks to a stringent meeting and my mind to type me low, inspiring to apparently all credit to my extensive armory. A knuckle cracking small man knocked me down with hairy hands. Super Leute. Nächstes Jahr wieder, ne?